Community, ein Zelda Triforce Heroes LP wäre doch nice. Müssten nur noch zwei von euch mitspielen. Ist doch eine Ehre. Auf jeden Fall. Würde ich gerne irgendwann machen. Mario, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Und schön, dass du da warst. Schöne Ostern. Genau, ich gucke jetzt erstmal. Oder die Waldfee. Kann ich die wegschnipseln hier jetzt? Das ist doch eine, oder? Ein Irrlicht. Golden? Nee, doch nicht. Schade. Und wie Online-Modus ist bei 3DS ab April eingestellt? Ja, es geht. Theoretisch müsste es auch über einen Emulator gehen. Da müsste man halt mal rumprobieren. Wollte Deko-Händler nicht eine hohe Summe haben für den größeren Geldbeutel? Genau, ich dachte eigentlich 200 oder 100. Aber theoretisch, wenn wir jetzt die Börse bekommen sollten. Genau, Nachtschwärmer. Nachtschwärmer, sorry. Nachtschwärmer suche ich. Wenn wir jetzt die größere Geldbörse bekommen sollten, dann kann ich mir nämlich auch die nächste Börse holen. Das wären dann 500 Rubine. Glaube ich zumindest, dass es so war. Das war doch im Deko-Dingens-Pups, ne? Im Deko-Baum, glaube ich. So, schauen wir mal. Komm, bitte. Ja, er ist da. Hallo, bitte gib mir was Gutes. Eine Flasche. Shit, ey. Ja. Okay, Flasche ist auch cool. Aber ich hätte halt gerne die größere Börse. Schade. Besser als Rubine, das stimmt. Wenn wir einmal hier sind, da können wir mal Talon wecken. Theoretisch. So, denn wir müssen ja immer noch, ne? Ihr wisst schon. So. Hallo. Was zur Hölle? So, und jetzt können wir das tauschen gegen Kiki und dann können wir in den Wald gehen. Können Kiki gegen einen Pilz tauschen. Nein. Oh, hoffentlich ist das nicht so mit Zeitrennen. Das wäre Kujiro. Der ist Kujiro. Okay. You return the pocket Kuku and God Kujiro return. Unlike our Kuku's Kujiro regrows. Wollen wir mal da oben in die Hütte reingehen, Leute? Wollen wir mal in das Haus reingehen? Wollt ihr da mal reingehen? Hier. Hier in das Haus. Lieber nicht, ja. Meine damalige Katze ist Kiki. Ah. Nach dem Huhn benannt oder einfach so? Kikis kleiner Lieferservice. So, wir gehen jetzt nochmal in den Kukiri-Wald. Jo. Wollen wir Tauschquest machen? Komplett? Oder lieber Feuertempel? Habt ihr die neue Avatar-Serie geguckt? Ja, da bin ich schon, soweit es geht, durch. Finde ich echt gut. Die ist schon so, als wir sie bekommen haben. Ah, okay. So, theoretisch könnte man jetzt auch zu den Gerudos gehen, ne? Und da die Arena übernehmen. Die Festung. Wäre auch cool. Das mit den Elementen. Genau. Avatar Herr der Elemente. War ziemlich gut. Legenden of Korra war nicht so geil, fand ich. Nee, es gibt doch jetzt eine Echtverfilmung auf Netflix von Avatar. So. Oh, hoffentlich müssen wir jetzt nicht hier auf Zeitrennen machen. Ah, das mag ich ja gar nicht. Schauen wir mal.
was passiert. Hier, Kumpel. Der Pilz, der muss zur Hexe nach Kakariko. Und? Ah, natürlich. Shit! Das ist Guldi! Oh, ich habe keine Zeit. Miau. Neue Avatar-Serie, kenn nur den Film in Echtform. Ne, es gibt jetzt quasi die Serie auch in echt. Die Real-Life-Serie von One Piece habe ich auch schon geguckt, ja. Die ist auch sehr gut. Aber da muss einfach mal weitergehen. Da ist auch eine Skull, die Alter, die hängen ja überall rum. Wow. Halt die Frage, wann das nächste triggert. So, also die nächste Belohnung triggert. Wäre gut zu wissen. So, wie kommt man jetzt am schnellsten zu der Hexe? Ich glaube, ich ziehe mich einfach mit dem Enterhaken rüber. Das wird nix. Komme ich da bei Nacht rein? Natürlich nicht. Warum auch? Aber ich hopp's einfach über den Wachturm drüber. Ist jetzt nicht die smarteste Lösung. Ist halt blöd, dass gerade Nacht ist. Aber egal. Shit, ich hab's nicht geschafft. Nein! Oh Gott. Jetzt wird's knapp. Ups. Shit. Gott, ey. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Interessant, ich bin komplett anders gelaufen bei der Tauschquest, hab nie darüber nachgedacht, dass man auch nach Grunde laufen kann. Ja, das ist wahrscheinlich immer schneller sogar, wenn man diese Teleporter benutzt. Mit Depona kann man zwar auch gut laufen, aber ich glaube, mit den Teleportern ist man immer ein bisschen schneller. So. Jetzt kriegen wir... Jetzt kriegen wir die Medizin, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen, ne? Dü-dü-dü. Dä-dä-dä-düm. So, na dann. Ah ne, okay. Medizin ist haltbar. Okay, sehr schön. Gott sei Dank. Der Mordertrank. Genau. Brunnen könnten wir halt auch machen, ne? Brunnen wäre auch interessant. Da gibt es bestimmt auch viele Skulltees. Brunnen wäre auch interessant. Wir können ja mal eine Abstimmung machen. Ich würde jetzt erstmal Tauschquest machen, soweit es geht. Eigentlich können wir die komplett abschließen, theoretisch. Aber wir können ja mal eine Abstimmung machen, ob ihr lieber als erstes in den Brunnen wollt, ob wir den Feuertempel machen wollen, oder ob wir... Hilfe. Die Gerudo-Festung einnehmen wollen. Maserati ist für die Gerudo-Festung, aber ich würde sagen, wir machen eine Abstimmung und dann entscheiden wir danach. So, Umfrage starten. Was machen wir als nächstes? So, dann, oh Gott, Steine. Gerudo-Festung? Feuertempel? Und als letztes den Brunnen. So. Viel Spaß. Ja, Wassertempel stimmt. Wassertempel würde auch gehen. Aber ich glaube, ich nehme
Vielleicht werden wir auch wieder umgeleitet, ne? Vielleicht können wir uns auch gar nicht entscheiden, was wir machen wollen. Vielleicht gibt es da wieder irgendwas, was gebraucht wird. Das ist halt die Frage. Eine fette Schatzkiste. Aber ich... will ich die aufmachen? Komm, wir machen sie auf. Wir machen sie auf. Krabbelmin, okay. Bobonchus! Ah, Hilfe! Hab auf irgendetwas gedrückt. Ich sehe keine Umfrage. Umfrage müsste aber... Ja, Umfrage läuft. Komisch, dass du nichts siehst. So, jetzt haben wir auch Zeit. Ah, jetzt, okay. Sehr schön. Ups. Falsches Loch. So. Ist jetzt eigentlich Tag? Oder ist immer noch Nacht? Ist immer noch Nacht. Das heißt, wir können theoretisch jetzt auch die Skultees noch mitnehmen. Unentschieden. Naja, wir lassen noch ein bisschen. Wir lassen noch ein bisschen laufen. Vielleicht kommt ja noch was. Falsches Loch, also sehr gleich, Junge. Was denn? Passiert manchmal. Na. So, hier. Ah, es ist nicht mehr Nacht. Oder? Nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr Nacht. Die School ist auf jeden Fall weg. Nein! Düdeldü. Heiligsblechle, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, schönes Ostern und schalte das nächste Mal wieder ein, auf jeden Fall zum Stream. So, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, keine Ahnung, das müssen wir sehen. Ich glaube, das wird nichts, oder? Doch, geil. Sehr schön, eine weitere Skuldi für uns. Immer noch unentschieden. Könnt ihr eure Meinung immer noch ändern? Geht das? Könnt ihr die zurückziehen und auf was anderes klicken? Oder ist die jetzt fest? Nur mal so als Frage. So, jetzt ist sie da. Ist fest. Kann nicht mehr entschieden werden. So, zack. Und dann kriegt man die Säge für. Ich kann nichts anderes auswählen. Okay, dann nehmen wir das, was am wenigsten hat. Was sagt er dazu? Ach so. Ja, stimmt. Ja, können wir so machen. Nein, nicht das, was am wenigsten. Okay, dann machen wir die Umfrage weg und dann machen wir Brunnen. Brunnen oder Gerudo, nee. Brunnen oder Feuertempel war es, glaube ich, ne? Mann, was ist denn jetzt hier los? Komme ich nicht mehr rein. Hallo? Hallo? Schließen. So, zack. Umfrage beenden. Okay. Umfrage starten. La, la, la. Es war jetzt Brunnen und... Gerudo-Festung, ne? Brunnen und Gerudo-Festung aus. Zack. Okay, Umfrage starten. Na denn, haut rein. So, wir haben jetzt die Säge bekommen. Dann warte ich jetzt mal kurz, was bei euch bei der Umfrage rauskommt. Und guck mal hier, ob wir vielleicht noch irgendwo ein paar Skuldis finden. Vielleicht sind ja hier insgeheim noch welche. Guck mal. Wusste ich doch. Was soll man wählen? Welche Partei? Nein! Nicht die Skuldi. Die
Das war irgendwie cool. Ey, das war voll cool. Nice. So, aktuell sind wir bei 56% für die Gerudo-Festung. Ich habe wieder das Falsche angetippt. Warum? Du musst doch sowieso dahin wegen der Säge, also kannst du auch gleich da bleiben. Ist eine gute Aussage, aber es scheint auch, dass die Gerudos gewinnen. So. Na dann, let's go. Machen wir noch 30 Sekunden und dann brechen wir es ab. Ich gucke jetzt nochmal hier kurz durch. Ob wir hier noch irgendwo eine Skulti rumhängen haben. Da oben müsste theoretisch eine sein, kann aber sein, dass ich schon als Kind geholt habe. Weiß ich nicht. Kann sein. Musste ich noch gedulden mit dem Wassertempel. Ja, leider. Aber der wird auch noch kommen. So, ist hier ein Jinjo? Ist hier ein Jinjo? Nee. Okay, scheint aber nicht so, als ob hier noch irgendwo Skuldis wären. Skuldi neue Haustiere. Ja, das wäre auch irgendwie cool. Hier waren die Zombies drinne. Meint ihr, wir bekommen was, wenn wir die Zombies alle töten? Dachte eigentlich, hier ist auch eine Skuldi drinne gewesen. Ich probier's mal, weil wir hatten ja hier so einen Raum voller Zombies, ne? Ja, leider, das kaufe ich dir nicht ab. Oh! Ja, ich kann mein Schwert da drin nicht benutzen. Vergessen wir es das mal wieder. Okay, dann gehen wir jetzt zu den Gerudos, Leute. Let's go! Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Da können wir vielleicht noch ein paar Frauen Pfeile in den Kopf jagen. Versteht das nicht falsch, bitte. Challenge. Hau das Huhn und bleib 2 Minuten im gleichen Raum. Aber ich hau nur einmal. Ach Leute, ach Leute, ach Leute. Ich geh kaputt hier, ey. Ganz ehrlich. So. Gerudo-Festung. Bin gespannt. Theoretisch könnten wir das jetzt auch mit den Nachtschwärmern machen. Frage ist... Ah, guck mal, hier unter dem Felsen waren wir auch noch nicht. Die Nachtschwärmer scheinen wirklich eine neue Position bekommen zu haben, oder? Oder war das hier? Ich glaube, die haben wirklich eine neue Position. Ih, Nachtschwärmer. Das mögt ihr nicht gerne, ne? Nachtschwärmer mögt ihr nicht gerne. Das ist halt im Randomizer saugeil, ne? Dass du das bei den Nachtschwärmern so einstellen kannst, dass du nur einmal... dass du nur einmal einen Nachtschwärmer abgeben musst. Das ist halt schon echt cool. Warum hier jedes Mal ein Huhn drin ist, frage ich mich. Okay, 20 Rubine. Yay. Yay, nochmal 20 Rubine. Yay, gar nichts. Das ist das, was ich am wenigsten gerne mache. Ja... Ist auch wirklich nicht so toll. Also wenn du wirklich alle 10 Stück sind, oder? Ja, 10 sind, glaube ich. Wenn du wirklich alle 10 sammeln musst, ist schon echt eklig. Das stimmt, Lady Makoros. Mache ich auch nicht so gerne. Jetzt schlag drauf! Nee, nee. Ich will keinen Huhn töten. Ich habe keinen Feuerstab. Ich will mal gucken, was hier noch so in den Löchern drin ist. Und da in der Mitte vom Haiersee-Dingens-Zaun ist ja auch theoretisch noch ein Loch. Müssen wir mal gucken. Für dich. Ah, 5 Rubine. Das Angeln hasse ich auch. Das geht eigentlich, finde ich. Gibt Schlimmeres. Okay. Wo ist denn das Huhn da?
Habe ich nur für dich gemacht. Aber ich bleibe sicher im selben Raum. Ich muss meine Herzen sparen. Die sind wertvoll. Ich finde das Angeln eigentlich ganz schwierig. Ich finde das Angeln ist halt echt super in Twilight Princess, ganz ehrlich. Das ist so gut gemacht. Da kann man sich echt, das ist echt super chillig. Mega chillig. So, Umfrage beenden. Au. Hallo? Oh. Leute, ihr könnt mal 5 Minuten auf den Timer schreiben. Ich habe gerade das Schild benutzt. Ist mir jetzt auch gerade eingefallen. La la la. I surrender. Mehr Deku-Sticks picken. Ah, schön. Danke, hat mich glücklich gemacht. Bin übrigens Tierfreund. Super. Hä? Warte mal. Aber normalerweise kann man keine 50 Deku-Sticks tragen. Ist ja auch nice. Normalerweise ist 30, glaube ich, Obergrenze. Interessant auf jeden Fall. Warum 50? Ist ja super strange. Super strange. So, okay. Wir gehen jetzt zur Gerudo-Festung, Leute. Auf geht's. Da, 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 da. So, let's go.